Ja, moin, ich bin Thomas Linau Becker, Pastor bei AIDS-Seelsorge bzw. Positiv Leben und Lieben heißen wir jetzt, denn uns geht es genau darum. Positiv leben, positiv lieben und was das angeht, könnt ihr bei Be Pride echt noch richtig was erleben und lernen. Für mich war das ganz toll im letzten Jahr, der Initiative zu begegnen bei anlässlich der Be Pride. Die gibt es in diesem Jahr wieder und am kommenden Samstag, 21. September, auch bei uns in der Kirche in St. Georg, Heilige Dreieinigkeitskirche, eine Veranstaltung zur Nacht der Kirchen oder in der Nacht der Kirchen, wo wir die ganze Breite sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identitäten auch ein bisschen in den Blick nehmen. Und wer ist dabei? Natürlich eine Vertreterin von Be Pride auch. Für mich ist es einfach toll zu erleben, dass einfach die vielen Möglichkeiten, die wir Menschen haben, mit anderen in Beziehung zu kommen, liebend und auch im Bereich unserer Lüste, da gibt es ganz, ganz viel. Und für mich tut sich echt irgendwie so ein Tor auf, wenn mir bewusst wird, ja, wir sind nicht beengt und festgelegt, dass wir nur ein Geschlecht lieben müssen. Und das finde ich total super, es wahrzunehmen und zu teilen mit Be Pride. Also macht gerne mit bei den Aktionen in diesem Jahr.